Anhänge zum ersten Kapitel. Erster Anhang. In Klammer 1 Sneha, Zuneigung. Zweitens Mana. Die Stufe von Prema, auf der Sneha ihre höchste Ebene erreicht hat und einem die Süße des Geliebten auf immer neue Weise und in neuen Nuancen erleben lässt. Und wenn die Nyaika, Geliebte, äußerlich ein Verhalten annimmt, das sich in transzendentalen Zorn und Gleichgültigkeit verwandelt, die sich aus Eifersucht entwickeln. Drittens Pranaya, die intensivere Stufe der Prema, in der Mana eine Form von uneingeschränkter Vertraulichkeit annimmt, die als Vishramba oder grenzenloses Vertrauen ohne Formalitäten bekannt ist. 4. Raga. A. Eine intensivere Ebene von Prema, auf der ein unlöschbarer liebender Durst, Prema Mai Trishna, zum Objekt der Liebe Krishna, eine spontane und intensive Absorption hervorruft. So sehr, dass in der Abwesenheit einer Möglichkeit, ihm zu dienen, in einem das Gefühl entsteht, dass man kurz davor ist, das Leben aufzugeben. B. Wenn Pranaya im Herzen erwacht und als größte Freude erfahren wird, wenn es durch das Aufsichnehmen von Unannehmlichkeiten eine Möglichkeit gibt, Krishna zu treffen, wird diese Unannehmlichkeit zur Quelle größten Glücks. Und dort, wo das Glück nicht die Möglichkeit schenkt, mit ihm zusammen zu sein, wird es zur größten Ursache großen Leides. Fünftens Anuraga. Eine intensivere Stufe der Prema wird im Ujjwala Nilamani wie folgt definiert. 14. 146. Obwohl man sich regelmäßig mit dem Geliebten trifft und auch wohlvertraut miteinander ist, bewirken ewig frische Gefühle innerster Anhaftung die Wahrnehmung des Geliebten auf immer neue Weise in jedem Moment so, als hätte man diese Person niemals vorher gekannt. Sechstens, Bhav. A. Liebende Gefühle. Eine besondere Stimmung von Liebe, in der der Devote Krishna dient. B. Eine intensivere Stufe der Prema, die im Ujjwala Nilamani mit der Mahabhav gleichgesetzt wird. Und die erscheint, wenn Anurag eine bestimmte Stufe von Unübertrefflichkeit und Köstlichkeit erreicht hat. Dies kann nur auf der Ebene von Anurag erlebt und gekostet werden und in keiner anderen Bhav. Siebtens Mahabhav, die höchste und gereifteste Stufe der Prema. Zweiter Anhang. Ein Auszug aus dem Raghavartma Chandrika, zweiter Vers, erläutert von Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Hier ist es wichtig, die Bedeutung von Raga, Raganuga und Ragatmika zu verstehen. In diesem Zusammenhang erklärt Srila Bhaktivinoda Thakur, dass die exzessive Anhaftung an verschiedenen Formen der Sinnenfreude, die ein Materialist durch den natürlichen Kontakt mit den Sinnesobjekten fühlt, Raga genannt wird. So wie die Augen durch das Betrachten von etwas Schönem angeregt werden, sind alle Sinne stets bereit und begierig, Freude zu kosten, und dadurch entwickelt das Herz Anhaftung, Raga, für diese Sinnenobjekte. Wenn Krishna das exklusive Objekt von Raga wird, nennt man das Raga Bhakti. Srila Rupa Goswami definiert diesen Raga als Iste Svarasiki Raga Paramavistata, die starke, natürliche
und vollständige Absorption in das geliebte Objekt der Hingabe, die aus einem nie verlöschenden Liebesdurst heraus entsteht. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.272. Auf dieser Ebene in Bhakti vertieft zu sein, nennt sich Ragatmika Bhakti. Diese Bhakti findet sich besonders in den Vrijvasis, den ewigen Einwohnern von Vrindavan. Und die Bhakti, die den Stimmungen der Ragatmikas folgt, nennt man Raganuga. Mit anderen Worten, wenn man durch die Gnade Krishnas und seiner Devotis mit innerer Sehnsucht die Bhakti in sich nährt und sich wünscht, die gleiche Stimmungen wie Krishnas geliebte Gefährten zu erlangen, nennt sich solche Hingabe Raganuga Bhakti. Dritter Anhang. Auszug aus der Vinu Gita, 1994, Erläuterung zu Vers 17 von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Dies ist einer der besten Slokas des Srimad Bhagavatam. Wenn ihr diesen Vers erfahren wollt, müsst ihr eine Dasi von Srimati Radhika werden. Nicht hier, aber dort, in jener Welt, die Palya Dasi von Srimati Radhika. Nur dann können wir diese Bhavs verstehen. Wir hören davon, doch sie haben keine Wirkung auf uns. Diejenigen, die heilige Begierde Loba dafür haben, können etwas davon kosten. Sie können Prema Bhakti praktizieren. Nayanam Galat Ashru Darya Vadam Gadayo Rudaya Gira. Mein geliebter Herr, wann werden sich meine Augen mit Tränen füllen, wenn ich deine heiligen Namen chante? Wann wird mir die Stimme versagen und die Haare zu Berge stehen, wenn ich deine heiligen Namen ausspreche? Shikshastaka 6. Selbst wenn man diese Stufe noch nicht erreicht hat, kann man doch eine Sehnsucht danach verspüren. Wenn nur ein kleiner Strahl dieser Loba kommt, wird unser Leben gesegnet sein und vollkommen werden. Wenn nicht, dann ist unsere Krishna Bhakti, unser Sadhana, nicht wahrhaftig. Was ist Sadhana? Sadhana bedeutet unsere Praxis von Krishna-Bewusstsein, um Bhav zu erlangen. Wenn wir so Sadhana praktizieren, dann können wir es Sadhana nennen, ansonsten nicht. In Raganuga Bhajan und in Vaidhi Bhakti praktizieren wir Shravanam, Kirtanam und Smaranam. Wir können Befreiung bekommen, Svarga, die himmlischen Planeten erreichen, in dieser Welt zu Ruhm und Prestige gelangen und viele andere Nutzen aus dieser Aupadhika Bhakti, Bhakti, die durch materielle Errungenschaften begrenzt wird, bekommen. Doch es wird keine Raganuga Sadhana Bhajan sein. Und wenn Bhav Bhakti kommt, wird sie ausgeübt, um Prema Bhakti zu erlangen. Ansonsten ist es keine echte Bhav Bhakti. Wenn Sadhana praktiziert wird, um Bhav zu erlangen, dann ist es Sadhana Bhakti. Kriti Sada Bhavet Sadhya Bhava. Sadhya Bhav bezieht sich auf den Sadhana, der Bhav hervorbringt. Dann kann man es Sadhana nennen. Doch wenn durch Sadhana eine Ebene von Bhav erlangt wird, nennt es sich nicht länger Sadhana, sondern Nitya Siddha Bhav. Wie können wir Sadhana, der von einem Sadhaka Übenden praktiziert wird, Nitya Siddha Bhav nennen? Wenn es Nitya Siddha in Gopi Bhav ist, geschieht dies durch die Gemeinschaft eines Devotis, der in dieser Bhav verwirklicht ist, und durch die Praxis von Sadhana,
die auf dieses Ziel ausgerichtet ist, wird diese Bhav in das Herz eines Sadhaka hineinfließen. Aber der Same der spezifischen Bhav muss auch schon da sein. Wenn diese Same durch die Nitya-Siddha Bhav, die sich in den Herzen der ewigen Gefährten des Herrn befindet, genährt wird, dann manifestiert es sich im Herzen des Sadhakas. Es ist wie mit dem Entstehen von Perlen. Perlen wachsen nicht überall. Doch wenn die Swati-Nakshatra-Konstellation am Firmament steht, dann bilden sich Perlen durch die Regentropfen, die zu dieser Zeit niederfallen. Doch um diese Bhav in unser Herz zu bilden, brauchen wir mehr als nur ein paar Regentropfen dieser Gemeinschaft. Wenn es keinen Samen für die jeweilige Bhav gibt, wird sich die Perle nicht bilden. Damit eine Pflanze wächst, werden beide, Wasser und die Saat, benötigt. Vierter Anhang. Auszug aus der Vinu Gita von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, Ausgabe von 1994, Kommentar zu Text 1. Sowohl das Srimad Bhagavatam als auch das Brihat Vamana Purana erklären, dass die Gopis, die Krishnas Flöte hörten, von dreierlei Art waren. Die Kaya Vyuha von Srimati Radhika, die Nitya Siddhas und Sadhana Siddhas. Die Gopis, die zu der Kategorie von Kaya Vyuha gehörten, sind nicht Jiva Tattva. Sie sind körperliche Erweiterungen Srimati Radhikas, die die Verkörperung der Ladini Shakti ist. Die Nitya Siddha Gopis sind Jiva Tattva, die sich von Baladev Prabhu manifestierten. Sie waren zu keiner Zeit bedingte Seelen. Die Sadhana Siddha Gopis bestehen aus zwei Gruppen, Yautiki und Ayotiki. Das Wort Yautiki bedeutet das, was zu einer Gruppe, Yuta, gehört. Mit anderen Worten ein Gruppenmitglied. Die Yautiki Gopis waren in besonderen Gruppen und die Ayautiki Gopis nicht. Die Yautiki Gopis sind in zwei weitere Kategorien unterteilt. Die Shruti Chari Gopis, personifizierte Veden, und die Rishi Chari Gopis oder Muni Chari Gopis, die Weisen, die in Dhanan Karanaya meditierten. Die Shrutichari Gopis hatten für tausende von Jahren Raganuga Sadhana praktiziert und sie hatten den Herrn durch die Darbringung wunderschöner Gebete erfreut. Durch seine Gnade hatten sie die Gemeinschaft fortgeschrittener Gottgeweihter bekommen, die die spirituelle Größe und das Kaliber von Rupa Goswami und Raghunath Das Goswami hatten und sich durch die Stufen von Shraddha, Nishtha, Ruchi, Ashakti und Bhav weiterentwickelt hatten. Als sie die Ebene erreichten, auf der ihre Bhav sich in Prema transformierten sollten, verließen sie ihre Körper und nahmen als Kind der Gopis von Vrindavan Geburt. Dort erhielten sie dann die Gemeinschaft von Nitya Siddha Devotis und wurden so qualifiziert, im Rasatanz und anderen Lilas teilzunehmen. Die Rishichari Gopis praktizierten keinen vollständigen Raganuga Bhajan. Sie waren keine Siddhas geworden. Sie hatten durch ihre Meditation die Stufe von Shuddha Sattva erlangt. Sie trugen eine heilige Begierde in sich, Loba, einen Bhajan wie Rupa und Raghunath Goswami zu praktizieren. Als sie Sri Ramachandra sahen, wurde ihre Sehnsucht verstärkt und sie nahmen durch die Gnade des Herrn in ihrem nächsten Leben Geburt bei Gopis. Je nach ihrer vorangegangenen Qualifikation
bekamen einige der Rishi Chari Gopis die Gemeinschaft von Nitya Siddha Devotis und andere nicht. Diejenigen, die die Gemeinschaft der Nitya Siddha Gopis hatten, wurden durch diese Gemeinschaft gereinigt und waren so befähigt worden, in den Rasa-Tanz einzutreten. Diejenigen, die nicht mit der Nitya Siddha Gopis in Gemeinschaft waren, wurden durch Yogamaya zurückgehalten. Beide, die Shrutichari Gopis und die Rishichari Gopis, sind Yautiki Gopis. Sie sind in besonderen Gruppen, entsprechend ihrer Bhav oder Stimmung, in der sie Krishna dienen. Die Ayautiki Gopis sind die Töchter der Halbgötter und viele andere. Alle von ihnen hatten durch das Hören und Sehen von Krishnas Spielen Loba, innige Begierde entwickelt, Krishna in Madhurya Bhav zu dienen. Die Yautiki Gopis praktizierten unter der Anleitung von Nitya Siddha Gopis. Als Krishna die Gopis inmitten der Nacht zum Rasa-Tanz rief, konnten nur die Gopis dorthin kommen, die die Vollkommenheit erlangt hatten. Durch das Wirken von Yogamaya haben die Nitya Siddha Gopis niemals eine wirkliche Beziehung zu ihren Ehemännern und sie haben keine Kinder. Aus diesem Grund können sie zu Krishna gehen. Die weniger fortgeschrittenen Gopis haben eine Beziehung zu ihren Ehemännern und werden von ihnen zurückgehalten. Durch Yogamayas Einfluss werden diese Gopis vom Eintritt in den Rasa-Tanz abgehalten. Doch weil sie intensive Purva-Rag erfahren und weil sie innigste Begierde haben, mit Krishna Gemeinschaft zu haben, brennt das Feuer ihrer Trennungsgefühle, ihr gutes und schlechtes Karma auf, und sie werden gereinigt. Ihre Purva-Rag war so stark, dass sie nur durch das Hören seiner Flöte in intensivste Erinnerung an Krishna versanken und Trennungsgefühle spürten. Fünfter Anhang. Sahajya. Auszüge aus den Lehren Sri Chaitanya, Kapitel 13 von Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Eine Art von sogenannten Devotis, bekannt als Prakrita Sahajya, folgen ihren eigenen spekulierten Ideen, stellen sich selbst als Radha und Krishna dar und geben sich körperlichen Ausschweifungen hin. Solches in Klammer hingebungsvolles Dienen und Anhaften ist falsch und diejenigen, die sich so beschäftigen, gleiten in niedere Daseinsebenen ab. Die Prakrita Sahajya Nachfolger werden so unglücklicherweise betrogen. Sechster Anhang. Bhav Ulas Rati. Ein Auszug aus der Venu Gita, Vers 7, Erläuterung von Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Im Allgemeinen empfinden die Devotis mit der gleichen Stimmung und die ähnliche innere Wünsche hegen, Surit Bhav, vertrauliche Freundschaft füreinander. Daher heißt die Liebe und Zuneigung, die Lalita und die anderen Sakis für Srimati Radhika empfinden, Surit Rati. Wenn ihre Surit Rati, Zuneigung zu Srimati Radhika, gleich oder etwas weniger groß ist als ihre Krishna Rati, Zuneigung zu Sri Krishna, nennt sich dies Sanchari Bhav. Eine transitive Emotion, die mit den aufsteigenden und wieder eintauchenden Wellen des Ozeans ihrer permanenten Gefühlsstimmung als Geliebte Krishnas verglichen wird. Wenn also mit anderen Worten diese Surit Rati gleich den Wellen ihrer prominenten Zuneigung zu Krishna wird, ist es eine Sanchari Bhav.
Im Fall der Manjari-Sakis jedoch ist es ihre Surit-Rati für Sri Radha und alles, was mit ihr verbunden ist, die konstant ihre Krishna-Rati übertrifft und die jeden Moment aufgrund ihrer vollkommenen Absorbierung darin ansteigt, und sie heißt Bhav Ulasa Rati. Dies ist ein spezielles Merkmal des Madhurya-Ras. Wenn allen fünf Arten von Sakis sind nur die Nitya-Sakis und die Prana-Sakis als Manjaris bekannt, und sie haben diese Ulas-Rati als ihre konstante Gemütsstimmung Stai-Rati. Es ist in diesem Fall keine Sanchari-Bhav. Diese Manjaris sind erfüllt von Sneha, zärtlicher Zuneigung für Radha-Ji. Im Wald können wir beobachten, wie Kletterpflanzen immer Bäume umranken und umfangen. Doch ihre Blätter, Blüten und Blütenknospen, Manjaris, versuchen nicht ansatzweise den Baum direkt zu umfangen. Wenn eine Kletterpflanze einen Baum umrankt, verstärkt sich dadurch automatisch auch die Freude ihrer Blüten, Blätter und Knospen. In Sri Vrindavan ist Srimati Radhika die einzigartig höchste unter allen Gopis. Sie ist als Kalpa-Lata, die Kletterpflanze der Liebe von Sri Krishna berühmt, die all seine Wünsche erfüllt. Einige ihrer Sakis haben die Eigenschaften von Blättern, einige sind wie Blumen und andere sind wie Manjaris, Knospen. Aus diesem Grund sind sie ständig eifrig darum bemüht, dass sich Srimati Radhika mit Krishna treffen wird und schweben in der Glückseligkeit ihrer Vereinigung. Siebter Anhang. Auszüge aus dem Jiva Dharma, Kapitel 28. Vrajanath. Prabhu, was sind die tiefen Eindrücke, Gadha, Samskara, von denen du in diesem Zusammenhang sprachst? Gopal Guru Goswami. Baba, du bist Geburt für Geburt durch diesen Kreislauf von Karma gewandert. Und somit setzt sich aufgrund von Anhaftung an weltliche Sinnestätigkeit dein Bewusstsein Chitta aus zwei Arten von Eindrücken zusammen. Diese sind einmal Eindrücke, die man aus vergangenen Leben mitbringt, Praktana, und die man sich in diesem Leben aneignet, Adunika. Durch den Einfluss dieser Zeit hat sich die reine Tendenz des Herzens, die zu der Zeit der reinen Existenz des Atma gegenwärtig war, verzerrt. Nun hast du durch die Einwirkung von spirituellen Pluspunkten, die du durch die vielen vergangenen Leben hindurch gesammelt hast, Satsanga in diesem Leben erlangt. Und du erschaffst Samskaras, indem du Bhajan in dieser Gemeinschaft ausübst. Wenn diese Samskaras die verzerrten Samskaras auslöschen, werden deine ursprünglichen Samskaras wieder durchscheinen. Das Achintya-Tattva wird sich in deinem Herzen in dem Ausmaß manifestieren, wie sich diese Samskaras vertiefen. Das nennt sich Gada-Samskara. Achter Anhang. Auszug von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharajas, Venugita von 1994, Vers 18, Seite 70. Krishna Smaran Janam Chasya Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294. Wir möchten Raganuga Bhajan praktizieren. Krishna Smaran bedeutet die Erinnerung an Krishna. Janam bezieht sich auf die liebevollen Gefährten von Krishna, die sich in genau dem Rasa befinden, den sich ein Devoti ersehnt.
Krishna ist einer, doch seine Gefährten befinden sich in fünf Beziehungsstimmungen, Rasas. Jemand, der die heilige Begierde hat, in einem dieser fünf Rasas zu dienen, besonders in Madhurya Rasa und innerhalb von Madhurya Rasa, Tat-Tat, Bhav, Icha, Maya, Manjari Bhava, sollte der Erinnerung dieser Bhav verstärkte Aufmerksamkeit schenken, selbst noch mehr als die Erinnerung an Krishna. Krishna ist das Objekt von Prema und Radha ist das Ashraya oder die Zufluchtsstätte von Prema. All jene, die in Gopi oder Manjari Bhav sind, müssen die Erinnerung an Ashraya Tattva praktizieren. Lalita und Vishakha sind auch Ashraya Tattva, wie auch Rupa Manjari und Rati Manjari. Lalita und Vishakha handeln manchmal in Manjari Bhav, obwohl sie Sakis sind. Alle Gopis außer Srimati Radhika sind zweierlei Art. Lalita und Vishakha sind Kamat Mika Gopis. Doch können sie auch in Gopi oder Manjari Bhav eintreten. Im Chaitanya Charitamrita erinnerte sich Chaitanya Mahaprabhu an beide Vesas, Identitäten. Doch wenn sich jemand diese Bhav, Tat Tat Bhava Ijamaya Manjari Bhav, ersehnt, sollte diese Person mehr in diese Bhav vertiefen, als sich an Krishna zu erinnern.